Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tell Me Why, wo wir dieses Rätsel gerade gelöst haben, nämlich über die guten Taten der Kobolde. Und wir Wie wollen uns anders jetzt. unsere Leben jetzt wären, hätten sie ihre Freundschaft nicht versaut. Und wir wollen uns jetzt den nächsten Brief anschauen. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe des O'Shea-Gletschers, die sich sowohl an Touristen des Gastineau-Kanals als auch an Einwohner von Delos Crossing richtet. Unser hochqualitatives Produktsortiment umfasst Accessoires für das eigene Zuhause, handgemachte Andenken, personalisierte Bekleidung und lokal hergestellte Kunst. Das Pelican Crossing wird als erstes Geschäft zwischen der lebhaften Kunst- und Handarbeitsszene und den Endkunden vermitteln. Neben einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten werden Kunden sich an dem freundlichen und kompetenten Kundenservice von Tessa Vecchi, Mitinhaberin des Vecchi-Lands, und der Nachwuchskünstlerin Mary Ann Ronan erfreuen können. Dieser Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der Ausgaben im ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im ersten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein moderater Gewinn geplant. Ich arbeite an der Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon, Tessa? Also, was hältst du davon? Tessa. So. Okay. Dann hinüber zum nächsten Rätsel. Nämlich die Geschenke des alten Bären an die Prinzessin. Die Geschenke des alten Bären an die Prinzessin. Von der Geschichte weiß ich gar nichts mehr. Was hat er ihr nochmal geschenkt? Warum schauen wir nicht im Buch nach? Okay. Ja, wir blättern mal wieder durch. Hier ist die Geschichte: Der Bär und die Prinzessin. Es war einmal im uralten tiefen Wald ein alter Bär am Ufer des Flusses, der Jagd auf die Lachse machte, die zu ihren Laichgründen unterwegs waren. Gerade als er ein besonders fettes Exemplar in seiner Pranke hielt, hörte er den Hilferuf einer jungen Frau. Kurz dachte er darüber nach, einfach seinen Lachs zu fressen, doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Es dauerte nicht lange, bis er auf die Prinzessin traf, die sich an den Wipfel eines Baums klammerte, während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog. Für gewöhnlich würde sich der alte Bär in eine solche Angelegenheit nicht einmischen. Schließlich war auch er ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als er die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrüll stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Der Wolf knurrte und schnappte in seine Richtung, doch der Bär brüllte abermals und der Wolf machte sich mit dem Schwanz zwischen den Beinen ins Dickicht davon. Der alte Bär ließ sich wieder auf seine Vorderpranken fallen und blickte zu der Prinzessin auf. Sie erwiderte seinen Blick voller Furcht. »Du kannst herunterkommen«, sagte er. »Woher weiß ich, dass du mich nicht bloß gerettet hast, um mich dann selbst zu verspeisen?« fragte die Prinzessin. »Diese Frage ist wohl nur gerecht«, gestand der alte Bär dann. »Aber ich verspreche dir, ich werde dich nicht fressen.« Die Prinzessin hatte keinen Grund, dem alten Bären zu trauen, doch der gütige Ausdruck in seinen Augen ließ sie langsam vom Baum herabsteigen. Als sie den Boden erreichte, sah der Bär sie einfach nur ruhig an, also vermutete sie, dass sie wohl heute nicht gefressen werden würde. »Vielen Dank«, sagte sie zu dem alten Bären. »Gerne«, sagte er. »Darf ich dich zurück nach Hause begleiten?« »Sicher«, erwiderte die Prinzessin. Und so wanderte die Prinzessin und der alte Bär gemeinsam durch den Wald und zurück zum großen Holzhaus. Nach diesem Tag fand die Prinzessin gelegentlich Geschenke vom Bären vor: ein frisch gefangener Lachs, eine Handvoll reifer Beeren, ein frisch erblühtes Hasenglöckchen. Eines Frühlings flutete eine plötzliche Eisschmelze den Weg zum Haus der Prinzessin und der alte Bär kam, um sie auf seinem Rücken über den Fluss zu tragen. Der alte Bär begann darüber nachzudenken, dass die Prinzessin seine Gefährtin sein sollte. Schließlich hatte sie selbst keinen Gefährten und brauchte einen, und er konnte sie wärmen, ihr einen weitaus angemesseneren Bau bieten, ihr Fische fangen und sie vor den Wölfen beschützen. Sie wiederum würde sein Fell bürsten, Beeren pflücken, ohne sie zu zerquetschen, und diese eine bestimmte Stelle an seinem Rücken kratzen, die er einfach nicht erreichen konnte. Und so, wie sie sich um die Kobolde kümmerte, würde sie seinen Jungen eine ausgezeichnete Mutter sein. Eines Tages erschien der Bär mit einem aus Fichtenzweigen geflochtenen Ring und bat die Prinzessin um ihre Hand. »Verzeih mir«, sagte die Prinzessin, »du bist ein sehr guter Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du für mich getan hast, doch heiraten kann ich dich nicht. Du bist ein Bär, ich eine Prinzessin. Es würde nie funktionieren.
Der alte Bär war schwer betrübt. »Können wir immer noch Freunde sein?« fragte er. »Wir werden immer Freunde sein«, sagte die Prinzessin. »Doch ich werde dich niemals heiraten.« Der alte Bär und die Prinzessin führten ihre Freundschaft fort. Und nach einem Jahr hielt er abermals um ihre Hand an und sie lehnte abermals ab. Ein Jahr später geschah es ebenso und ein weiteres Mal ein Jahr darauf, sodass die Prinzessin schließlich sprach, »Alter Bär, du bist mein treuer Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du je für mich getan hast. Aber lieber ließe ich mich von den Wölfen fressen, als dich zu heiraten, und so wird es immer sein. Ich habe alle Hände voll zu tun mit den zwei Kobolden, die unter meinem Haus leben, und sie sind alles, was ich brauche.« Der alte Bär war von ihren Worten tief verletzt, doch endlich unterließ er seine Anträge. Die beiden blieben Freunde und er schenkte ihr weiterhin frisch gefangene Lachse, reife Bären und frisch erblühte Hasenglöckchen. Doch nie wieder bat er sie um ihre Hand, so gerne es auch getan hätte. Und das war die Geschichte davon, wie sich die Prinzessin mit dem alten Bären anfreundete und wie sie ihn zurückwies. Das ist eine traurige Geschichte. Okay, Lachse, Bären und Hasenglöckchen. Ein frisch gefangener Lachs? Eine Handvoll reifer Bären? Wo sind die Hasenglöckchen hier? Vielleicht ein paar Rosen? Nee. Nein, vielleicht auch nicht. Haselnüsse. Nee, die auch nicht. Warte. Ein frischer, blühtes Hasenglöckchen? Ja, das ist das Richtige. Mann, er hatte es schwer. Konnte einfach nicht loslassen. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe, als säßest du im Gefängnis. Geht's dir gut? Ich war diese Woche kurz da und habe ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen. Aber die Sache ist die, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie dir reden soll. Du bist stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, das alles ist mir zu Kopf gestiegen. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht. Das ist in Ordnung. PS, ich habe gemerkt, dass dein Auto einen Leck hat, also habe ich es mit etwas Dichtungsmittel geflickt. Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem, Sam. Der ist so extrem lieb, ne? Okay, Leute, dann das nächste Rätsel. Das letzte auch leider. Beute der listigen Kobolde. Die Beute der listigen Kobolde. Das ist aus Die Prinzessin und die zwei Diebe. Das hab ich doch gemalt. Und ich weiß, dass ich diesen Kuchen gemalt habe. Der wohl zweifellos das Beste an der Zeichnung ist. Na klar, Picasso. Dann weißt du bestimmt noch, was die Kobolde geklaut haben. Ich weiß es nicht mehr ganz, leider. Lasst uns nochmal gucken. Sie hat gesagt, die Prinzessin und die zwei Diebe, Seite 23. Ich kann das nicht hier so anklicken, ne? Oder, hier kann ich. So. Okay. Dann gucken wir uns nochmal die Geschichte an. Okay. Früchte, Nüsse, Eier. Aber es waren ja auch Gabeln und sowas, ne? Wartet mal, wo haben wir denn hier Früchte? Vielleicht Obst von der Prinzessin. Was haben wir hier drüben? Vielleicht Mehl für den Kuchen? Haben Sie vielleicht Löffel geklaut? Ja, Löffel waren dabei. Was ist hier? Haben Sie nicht Kleidung von der Prinzessin genommen? Nee, ich glaube, Kleidung war nicht dabei. Oder nicht? Was haben wir hier?
Ich bin ziemlich sicher, dass sie Eier geklaut haben. Ja, bei Mehl bin ich mir nicht so sicher. Lass uns mal das Mehl Oder zurückstellen. Nicht. Was ist das? Ich habe mich immer gefragt, wo das Bild geblieben ist. Sie meinte, es sei ihr Lieblingsbild. Und eines Tages war es einfach weg. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt, die schönste Prinzessin. Na. Super süß. Okay. Ich glaube, wir haben hier oben jetzt alles angeguckt, oder? Da waren wir drin, die Figuren haben wir hingestellt. Rätsel haben wir gelöst. Okay. Na dann. Willst du wirklich gehen? Sicher, dass wir alles gesehen haben? Ja, ich denke schon. So oder so, ich bin bereit, das hier abzuschließen. Ich auch. Wir haben keine Errungenschaft dafür bekommen. Ich habe die Befürchtung, dass ich was vergessen habe, aber ich würde behaupten, wir kommen eh nicht mehr hoch. Aber ich würde behaupten, wir waren ziemlich aufmerksam. Wartet, Baum mit einem Stein und einer Birke daneben. Baum mit einem Stein. Vom Foto, erinnert ihr euch noch? Was war das? Geklungen wie jemand, der weint. Nicht hier, ne? Das ist vielleicht dort, wo Allison ist? Nee, hier ist es auch nicht. Wir gehen mal hier unten rum. Auch nicht dieser Baum. Nein, nein, nein. Worauf warten wir? Ich will versuchen, wir uns zu erinnern, mit wem Marianne gestritten hat. Ja, gleich. Baum. An einem Stein daneben. Sind wir hier hinten gerade gewesen? Ja, ne? Da habe ich geguckt. Okay, hier ist es nicht. Ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, wie es aussah. Kommen wir nicht hoch. Hier ist es. Das ist die Stelle. Ich kann nicht fassen, dass er die ganze Zeit hier lag. Wir haben hier Kompass und Nordstern gespielt. Ich wünschte, sie hätte es uns erzählt. Sie hat es versucht. Auf ihre eigene, Marianne-typische Art. Die Geschichten. Ja. Woran denkst du? Dass wir gerade erst von unserem Bruder erfahren haben und ihn zugleich nie kennenlernen werden. Das ist gerade ein bisschen viel. Arme Marianne. Komm schon, gehen wir weiter.
Ich hab gedacht, wir machen jetzt noch irgendwas. Es wird Zeit, dass wir rausfinden, mit wem Marianne am Pier gestritten hat. Beten, eine Blume drauflegen, irgendwas. Okay, dann weiter mit uns. Okay. Beinahe. Tom? Tom Becky ist unser Vater? Natürlich. Natürlich ist er es. Tessa wusste es, nicht wahr? Ja, mit Sicherheit. Das wollte sie uns nicht erzählen. Gott, Mary Ann und Tom? Ich weiß. Was sollen wir jetzt tun? Wir rufen ihn her und fragen ihn, was wirklich los war. Und wenn er nicht will? Wir wissen Bescheid. Er muss. Tom, hier ist Allison. Wir müssen reden. Wir wissen, dass du es warst. Okay, da hatten wir ja recht an der Stelle, ne? Lass mich das machen. Ich kenne ihn besser. Naja, zumindest dachte ich das. Klar, wie du willst. Solange wir Antworten kriegen. Kinder, hör zu. Du bist unser Vater. Ja. Du wusstest, wie schlecht wir es hier hatten. Wie wenig wir hatten. Du hast Marianne nicht geholfen. Meinst du das Geld, das sie wollte? Wir hatten auch nichts übrig. Der Winter war für alle hart. Und ihr werdet hier draußen verhungert, ohne das ganze kostenlose Essen von uns. Tu nicht so, als wärst du involviert. Das war alles Tessa. Das ist eine gemeine Unterstellung, junger Mann. Mag sein, dass es ursprünglich Tessas Idee gewesen ist. Aber ich habe sie unterstützt. Und eure Mutter war froh, von unseren Almosen zu leben. Boah, das sind jetzt aber zwei Anschuldigungen, ne? Du wolltest unsere Scheune niederbrennen, das glaube ich. Glaube ich, dass das realistisch ist. Aber du hast Mary Ann ertrinken lassen? Wieso, war Tom da? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Antwort würde mich mehr interessieren, sie zu geben. Weil es schon eine krasse Anschuldigung ist. Boah, ich wünschte, wir können beides machen. Können wir mit Sicherheit aber nicht. Wartet mal, was war nochmal in der Scheune drin? Der Brief mit diesem Abtreibungsding, ne? Und von Sam und sowas alles. Der war ja gar nicht von Sam dann, der war ja dann von ihm, der Brief. Ich hatte bloß damals vermutet, dass es Sams war. Kann ich hier in den Pausenmodus gehen? Oh Gott sei Dank kann ich hier in den Pausenmodus gehen. Liebe Leute, wir sind nämlich bei 20 Minuten. Ich glaube, hier kommen jetzt ein paar recht schwierige Entscheidungen auf uns zu. Deswegen würde ich hier an der Stelle nochmal einen kleinen Cut ziehen. Muss mal kurz darüber nachdenken, welche der beiden Sachen ich nehme. Das Ding ist halt auch,
Selbst wenn wir ihm jetzt hier vorwerfen, du hast sie ja trinken lassen, das muss er ja gar nicht mit Absicht, also das kann er mit Absicht gemacht haben, aber das muss doch gar nicht sein. Wir haben mit der Mutter doch eine Schere in den Körper gerammt. Was ist denn, wenn er ankam und ihren leblosen Körper im Wasser gesehen hat, Polizei gerufen hat, etc.? Mit, du hast sie ertrinken lassen. Das klingt halt so, als hätte er es bewusst gemacht. Als hätte er bewusst gesehen, ah, diese Frau ist eigentlich noch am Leben und ich könnte ihr helfen, indem ich sie rausziehe. Das wusste er ja aber vielleicht gar nicht. Aber auf der anderen Seite, er war da an dem Abend. Aber selbst wenn er da war und das Ganze gesehen hat, hätte er gesehen, wie eine Frau eine Schere in den Körper gerammt kriegt und dann ins Wasser fällt. Ach, ich weiß nicht. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich überlege mir das kurz in der Pause, liebe Leute. Und in der nächsten Folge sehen wir dann unsere Entscheidung. Also bis dann. Tschüss.